Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch wieder ein Gesichtspflegeprodukt vorstellen. Und zwar ist das extra für die Nase, für die Stirn und fürs Kinn. Es ist so ein Anti-Pickel-Mitesser-Klebezeug, was man sich auf die Nase macht. Und ja, das möchte ich euch heute vorstellen. Vielen Dank. Das Produkt sieht so aus. Es ist von Nivea. Dort sind 6 Nose Stripes und 2 Chin und Forehead Dinger drin, die man sich dann auf die jeweiligen Stellen klebt. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar sieht das dann ungefähr so aus. So sieht es aus, wenn es auf dem Gesicht drauf ist. Einmal für die Nase. Also da wird auch gleich gezeigt, wie rum. Ich habe es beim ersten Mal zum Beispiel falsch rum drauf gemacht, aber es hat trotzdem gewirkt. Und das hier ist für die Stirn. Fürs Kinn hatte ich jetzt keins mehr. Ich habe das immer so gemacht, wenn ich gerade nur für die Stirn gebraucht habe, habe ich einfach für die Stirn abgezogen und wieder in die Tüte reingemacht. Aber eben habe ich gemerkt, dass das Teil für die Stirn nicht fest drauf geklebt war, weil auf den, also in dieser Folie, in dieser Plastikhülle ist so nochmal so eine Folie, da sind die Teile drauf geklebt und die muss man dann abziehen und dann halt auf die Gesichtsstellen, auf die Nase oder Kinn oder Stirn kleben, und das war halt schon ab, also das war irgendwie trocken und ab, aber ich habe das jetzt einfach trotzdem drauf geklebt und es hält. Das muss jetzt für 10 bis 15 Minuten einwirken, das merkt man dann auch, wenn man es abzieht, aber es wird halt hart. Wenn man dann da ist, wo man es abziehen kann, ja, also dazu sage ich mal, das wird ein bisschen wehtun, nicht so doll, aber es wird wehtun, weil das wird ja, ich weiß nicht, was das für ein Zeug drauf ist, es wird extrem krass fest und dann tut es halt ein bisschen weh beim Abziehen. Ja, ich habe das jetzt nicht ganz bis zur Nasenspitze gemacht, weil da brauchte ich es nicht. Und das Teil für die Stirn kommt dann genauso hier rum ans Kinn. Das ist eigentlich total easy. Warum ich es beim ersten Mal falsch gemacht habe, weiß ich nicht. Ja, dann lasse ich das jetzt erstmal einwirken und ziehe es in 10 Minuten wieder. So, 10 Minuten sind um und ich fange jetzt einfach mal an, das Zeug abzureißen. Also da steht drauf, dass man das vorsichtig machen soll. Keine Ahnung warum. Und es ist auch sehr doof, wenn ihr Pickel auf der Nase habt und das Zeug dann drauf macht, weil das ist ja eigentlich nur für die Mitesser so ein bisschen geeignet, wie ein Haar. Also man sieht sofort, dass da sich was verändert hat. Also, dass das Zeug wirklich hilft. Oh. Ja gut. Jetzt gehe ich mein Gesicht erstmal eincremen, weil das Zeug, das kribbelt dann, also die ganze Nase kribbelt und hier, es kribbelt einfach alles. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt meine Nase und meine Stirn eingecremt, weil das Zeug, ich schwöre, es kribbelt einfach, wenn man das dann abzieht. Das ist echt extrem komisches Gefühl, aber es hilft wirklich. Das ist jetzt nicht so billig, 3,55 €, aber es hilft wirklich. Das werde ich mir, glaube ich, zu jedem Monat einmal kaufen. Also so oft braucht man das nicht. Es hilft, es geht schnell. Ja, ich bin zufrieden. Ich werde es mir jetzt immer mal wieder kaufen, wenn ich es brauche, wenn ich es benötige. Ja, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht kauft euch das ja auch irgendwann mal und probiert es selber mal aus. Ich bin da wirklich zufrieden mit. Und ja, ach so, diese Teile, die gibt es auch noch von den anderen Marken. Also ich habe sie jetzt aus Rossmann, von Nivea, und da gab es das auch noch von, weiß ich gar nicht. Und da müsst ihr einfach mal nachschauen. Auf jeden Fall, es wirkt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, ich weiß jetzt nur bei denen. Ich mag es, ich werde es mir kaufen. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über neue Abonnenten freue ich mich natürlich auch. Über Kommentare, dass ich mit euch schreiben kann. Leute, macht's gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es ein Do-It-Yourself-Video.